Aber du bist ja was ganz Besonderes. Du bist jetzt das wievielte Mal in Vegas? Ich bin jetzt 5-mal in Vegas. Genau. Und wie viele Turniere hast du davon wirklich selber bezahlen müssen? Die großen, die Side-Events, habe ich bisher kein selbst bezahlen müssen. Wie machst du das? Du bist ein der Free-Roller schlechthin. Ja, ich habe 2 große Free-Rolls mitgemacht, die gewonnen. Und noch einige Side-Free-Rolls, auch für die ATP und für Baden in Österreich auch gewonnen. Ja, ich sammle meine Chips. Bin immer sehr weit vorne in der Tabelle und dann kämpfe ich mich durch ein Feld von zwischen 30 und 70 Leuten und das klappt immer recht gut. Ich sage einfach mal, wenn ich das mache, will ich es gewinnen und auch meine Freundin denkt, ich hätte es nicht mehr alle, weil ich sage, ich gewinne es. Das letzte Mal habe ich gesagt, gewinne. Du bist ja der klassische Hobbyspieler, oder? Ja, wenn man schon sieht, dass ich schon 6-mal im Jahr bei größeren Events dabei bin, das ist so ein Rand. Also ich gebe schon viel Geld. Ich bezeichne dich jetzt mal als Hobbyspieler. Ich bin auch ein Hobbyspieler, ja. Du kommst jetzt zur Poker-Bundesliga auf, oder? Jetzt nicht mehr so häufig, die machen nicht mehr so viele Events. Aber wenn du jetzt zum Vergleich jetzt als Hobbyspieler Spiele in Europa, zum Vergleich jetzt hier zur WSOP, wie groß ist der Unterschied? Die amerikanischen Spieler, finde ich, spielen viel los. Also ich habe das jetzt erlebt bei dem letzten Turnier, was ich auch gespielt habe. Ein Flush Draw ist für die Nuts, da stellen die rein. In Deutschland, würde ich sagen, in Europa, da wird noch geguckt, da wird noch angespielt, ob eine Freikarte kommt, aber die Amis sind, also was ich an Amerikaner, die sind unterwegs. Ist es dann leichter zu spielen oder schwieriger? Ich finde es gut zu spielen, weil ich es gut einschätzen kann. Also ich spiele gerne mit Amerikanern. Hast du wenigstens einen Cash gemacht jetzt die letzten Tage? Ja, ich bin 111er geworden, habe 3.000 Dollar gewonnen. Und das letzte Mal bin ich halt leider kurz vom Geld ausgeschieden. Aber bei so großen Feldern habe ich mich auch noch nicht so viel Erfahrung. Aber jetzt das zweite Mal war schon gut. Den zweiten Tag gekommen, 111. Und jetzt geht's wieder zurück nach Deutschland? Jetzt geht's wieder zurück nach Deutschland. Okay, dann viel Spaß mit deiner Cash. Und wir sehen uns dann spätestens nächstes Jahr wieder. Ja, ich komme wieder. Okay, danke dir. Alles klar.